Herzlich willkommen hier zum Kanal Toro 55 zur vierten Folge hier im WRS Season 2 Let's Play auf Hallstein 2. Ja. Wir sind noch immer dabei, die Falkeneckbahn zu garagieren. Wir werden uns heute auch einen neuen Pistenbully zulegen. Habt ihr vielleicht schon in der letzten Folge gehört? Ja. Das dauert jetzt noch hier. F3 müssen wir mal an die Kurve bringen. F3 vorwärts. W4 tun wir ausschwenken. Und dann lassen wir jetzt sicher, ich mache lieber den SF hier aus. Weil sonst fahren die vielleicht durch hier. Aber ich lasse mal an und auf Automatik vielleicht wird dann gestoppt. Ja. Ja, es stoppt sogar. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir fliegen mal kurz rauf in die Bergstation. So. Okay. Wie kommen wir nach Skifahrer rauf? Nämlich etliche zum Garagieren hier. Schaut hier aus in der Zwischenzeit. Okay, die Schleife hat Merkel letztens gesagt. Muss man direkt voll machen und dann aufs Stichgleis. Ja. So, ja, wir fliegen mal hier kurz im Dorf ein bisschen rum. Ja, die nächste Bahn, die wir kaufen werden, wird wahrscheinlich die Funitel sein hier. Die Salesjochbahn. Ja. So. Hier fahren fleißig die Autos herum. Ja, wir haben leider noch nicht in meiner Mutter Wattenmask. Wir schauen mal rauf in die Station. Hier so läuft. Ja, das ist das eigentlich hier. Ja, wir sind ja echt gerade in der Abspannstation. Kann man drüber? Nope. Kann man auch hier nicht hinten rein? Nope. Aber wir können hier nochmal das Windows-Scheibe kontrollieren. Ja. Ist ja nicht auch ein Tor? Ne, hier ist ja kein Tor. Wir müssen schnell runtergehen. Wenn die Schleife voll ist, dann... Okay, die Schleife ist noch lange nicht voll. Okay, die hätte jetzt ein bisschen weiterfahren können. F5 Förderer. Ich muss gleich so machen. Ja, das wird leider alles weiter. Ja, wir können hier
F5 können wir wirklich noch ein bisschen was dazu machen hier. So. Ja, du, das schaut nicht so schön aus hier. Aber ja. Ich spule noch ein bisschen vor. In der Zwischenzeit können wir schon mal den neuen Pistenbully kaufen. Zuerst müssen wir unseren verkaufen. Da war schon. Ja, einmal verkaufen, ja. So, wir gehen jetzt in den Shop auf Pistengeräte, schauen uns, was wir kaufen. Wir könnten auch den Lightwolf kaufen, aber wir machen zurzeit Minus. Deswegen hätte ich gesagt, kaufen wir zuerst mal den 400 und dann nächsten Tag können wir dann vielleicht anderen kaufen. Wir könnten F5 eigentlich noch zurück machen, also rückwärts. Muss aber F3 auch rückwärts fahren. Die Schleife, wie schaut's aus mit der? Die ist noch nicht ganz voll. Aber sie nehmen so Resistenz drauf. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Weil hier die Sessel, glaube ich, viel zu eng hintereinander stehen hier. Wir schwenken jetzt schon mal um, hätte ich gesagt. Wäre fast die falsche Weiche gewesen. Ich glaube W2, von wo kann man die steuern? Von hier, glaube ich. W2. So. Sind das halt mittelmäßig. So, wie viele Sessel kommen noch? 1, 2, 3. Weil das dürfte ein Fehler sein, weil die fahren jetzt hier bei F4 nicht mehr weiter. Ja, relativ blöde. So, machen wir hier Licht an. Okay.
Okay, wir sind gleich fertig. So. Ich sag, am nächsten Tag schicken wir auch das Wartungsgehänge mit rein. Ja. So, schon ein bisschen vor, bis das noch ein bisschen schneller geht hier. Hier mal Licht anmachen. Okay, so. Bahnhof Stopp. Das. Machen wir das aus. Requittieren einmal das alles. Machen die Anlage aus. Und lassen wir ran. Machen die Weiche mal runter auf Umlaufbetrieb. So, na schau. Es passt so. Haben wir die Tür zu. Ja, auch die Beleuchtung aus. Machen wir hier beim Bahnsteig die Beleuchtung aus. Hier machen wir aus. Hier machen wir aus. Und dann schließen wir. So, jetzt sperren wir noch zu hier. Zack. Dann sehen wir auch hier, wenn ich sag, tappen uns rauf in unsere neuen Pistenbude. Und dann machen wir mal Licht an. So. Und Umlicht an. Und los geht's. Flaps und die Dings, die Bügel hier rein. Hätte ich gesagt, fahr mal hoch hier, senken die Fräse, klappen alle Flaps hinten aus. Nächstes Video präparieren wir dann eine ganze Folge lang mit diesem schönen Gefährt hier die Pisten und nichts anderes machen außer präparieren. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich morgen dann wieder und dann bis zum nächsten Mal und ciao Leute und bye!